Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Eternity und ich bin so als Skelettboss und was am letzten Folge Minecraft Eternity gemacht. Ja, da sind wir ja durch ein Portalchen beim Professor Redo gegangen und haben da, ja, was haben wir denn da gesehen? Eine Dimension, die komplett verseucht war, Leute. Wie hieß der? Wisst ihr es, Leute? Im Hintergrund. Okay, nein. Ich bin wieder raus. General Tay, oder wie der Typ heißt, war mal wieder da. Der hat uns mal wieder geärgert und er hat anscheinend mit seinem Boss geredet. Ich schätze immer noch, dass es Evil Skelet Boys ist. Ich weiß nicht mal, ob er es irgendwann mal preisgegeben hat oder nicht, Leute. Ja, aber man konnte die Stimme von dem Boss hören. Wer das jetzt genau ist, wissen wir bis jetzt zum heutigen Stand immer noch nicht. Okay, das war erst letzte Folge. Aber naja, Leute. Ja, Leute. Aber wir konnten ein bisschen regeln in dieser Dimension und versuchen, dass alles wieder halbwegs normal ist. Ne, Leute? So, Leute. Aber was wir machen, ist mal wieder ein bisschen Towncraft. Direkt habe ich jetzt nichts vorbereitet, aber man kann ja mal gucken, mal irgendwas entspannt schnell machen kann. Wiss Amulett, was ist denn das? Okay, da muss ich. Oh, gibt es hier nicht irgendwas, das man easy fast craften kann? Gibt es hier? Hier ist ein Blaster. Komm, selten. Oh, warum kann ich hier nichts machen? Leute, was? Redstone, irgendwas? Was fehlt mir hier? Redstone Fackel, Leute, das schließen wir schnell ab. Redstone Fackel haben wir doch jederzeit hier. Hm. Okay, da, wir haben noch im Inventar Sticks, haben wir hier ein Redstone und da ist die Redstone-Fackel, Leute, hier, zack, guckt, jetzt haben wir Licht, und OBS schenkt den Leuten noch ein flüssiges Video und kein laggy Video. So, Leute, ich würde sagen, jetzt geht's weiter, wir können das abschließen. Was? Redstone Relays, keine Ahnung, was das ist. Wiss Powder Generator. Was macht das Ding? Is a one new fact this with this new Okay, Leute. Keine Luft. Brauchen dazu nur einen Kolben. Das machen wir jetzt einfach, Leute. Ich habe keinen Plan, was das für ein Ding ist. Aber wir machen das jetzt einfach. Wir gehen nochmal Kolben. Okay, Leute, wir müssen eh kurz in eine Höhle, um an Kobel zu kommen. Das ist die. Okay. Hier ist die normale, das ist nicht die gebrannte, Leute. Oder wir nehmen einfach den Berg. Kommt. Wir gönnen uns jetzt einfach den Berg. Fliegen hier rein. Zack. Hier. So. Guckt, Leute, wir kriegen ein bisschen Kabel. Dann passt Ditte schon. Wieder, ne, Leute, ja. Zack, wir haben 19 Stück, dann können wir nach Hause warpen. Und warum buggt das schon wieder, Leute? Ich war nur kurz vor der Folge ein bisschen in der Fledermaus, bin ein bisschen um mein Haus rumgeflogen. Und dann kommt wieder die Silver Food, die Juggernaut. Junge, diese Morph-Mod ist so buggy. So, wir brauchen noch Wood. Zack, ich hoffe, dass. Ist so. Hä? Alter. Warum sammelt der es nicht ein? Ich nehme es in den Witter. Er sollte es eigentlich einsammeln und was passiert? Nichts. Und wir brauchen Eisen. Hm. Hier haben wir Eisen. Okay, Leute, Kolben. Machen wir jetzt einfach so. Zack, ich bin zu faul, das einzugeben. Nochmal zack. Zack, fertig ist das Ding. So, bauen wir irgendwas Krasses dafür. Wir brauchen seltene Erde. Keine Ahnung. Ich habe keinen Plan, wo ich seltene Erde herbekomme. Ich dachte, das wäre was easy zu craften, irgendwas Cooles. Anscheinend doch nicht. Aber naja, Leute, so ist das manchmal. Es gibt coole Sachen und es gibt nicht so coole Sachen, ne, Leute? Ja. So, wow, wo nicht genug Platz zum Entmorphen. Wo?
Leute, ich verstehe es nicht. Warum kann ich mich auf halben Blöcken oder so nicht entmorphen oder so? Alter, Leute, mein... Leute. Hallo? Ey, Skatboy. Was? Leute, bin ich das aus der Zukunft oder was? Wir sehen identisch aus, er hat nur keine Brille. Wir müssen reden. Warum? Wer bist du? Leute. Aber der hat ein Gapple-Shirt an. Heißt so wie ich. Und trägt Zenith-Rüstung. So, ich habe nicht viel Zeit. Wer bist du? Was willst du? So kurz und knapp. Wer oder was ist das? Bin ich das oder... Okay, Leute. Bin ich das jetzt aus der Zukunft, Vergangenheit? Erinnern kann ich mich nicht, dass wir ja irgendwie mal nach Eternity gereist sind. Ich bin aus der Zukunft in ein paar Monaten. Cool. Wie viele Abos habe ich? Leute, das war Frage. Damals kam auch ein Skateboy und meinte das gleiche. So. Was denn? Okay, Leute. Anscheinend hat der schon das erlebt, was ich gerade erlebe. Ja, moin. Du musst dich bei mit den Kristallsammlung. Okay. Dann sag, wo alle sind. Wenn ich mich beeilen soll, dann soll der gefälligst sagen. Alles. Krasse Was? Was ist mit dem Stuhl? Es gab schon die Garage. Ja. Natürlich. Natürlich gab es die Garage. Okay. Die alten Auto. Okay, Leute. Anscheinend habe ich in der Zukunft andere Autos, vielleicht coolere. Okay, wo rennt der Junge schon wieder hin? Okay. Okay. Melde ich mir. Anstatt, dass er durch die Vordertür geht. Nein. Ja, es ist so. Was, ich kann nicht dafür, dass es unordentlich ist. Es hat sich ein bisschen was in der Zukunft verändert. Okay. Es gab schon das Kino. Ja. Okay, Leute. Jetzt glaube ich ein bisschen in der Zeit verscheuen. Okay, da bin ich. Ich muss die ganze Zeit suchen, wo ich bin. Ich habe keinen Plan. Ich komme nicht hinterher. Es fehlen ja noch Räume. Was ist denn in der... Alter. Denn in der Zukunft hier drinnen? Wo bin ich stehen geblieben? Ah, okay, ja. Ja. Leute. So. Ja, die wichtigen Sachen müssen wir... Wir müssen nicht wissen, was jetzt Besonderes am Haus ist, das Wichtige. Du musst dich beeilen, den Lebens- und den Realitätskristall zu bekommen. Okay, wo sind die? Wenn ich mich beeilen soll. Wo sind die denn? Die Welcome-Monster jagen auch nach ihnen. Okay. Was bringen sie mir eigentlich? Du brauchst sie für eine Heilung. Okay, Leute. Okay, ergibt Sinn. Realitätskristall kann man die Realität umformen und Lebenskristall... Kann man Leben schenken irgendwie. Passt. Ach, die T-Shirt. Ist ja schon. Ist ja. Gib Designvorschläge. Bin auch mal oldschool unterwegs. Ach, mal der mit dem Gabel-Shirt. Nice. Wo ist der Junge schon wieder? Ich bin. Man muss echt sagen, ich bin Pfleg. Ist da. Etwa, wir hatten ja in Skeleton Wars die Knochenklinge, in Sparkle Sparkle, das war ja die Zwillingsklinge zur Knochenklinge, irgendwie, soweit ich noch weiß. Zu Eternity bekommst du einen Brief, warte einfach mal ab. Okay. Leute, die Klinge heißt Eternity. Okay, ich muss los. Ciao.
Okay, Leute. Ja, moin. Da ist er sich erstmal am Wegport. Ja. Oder was sein Plan ist. Ich darf nicht zu lange hier sein wegen Zeitverschiebung, etc. Ja. Ach ja. Was? Skateboy? Was ist? Das Portal mit diesem einen Realmstone. Welches Portal? Portal. Welches Portal, Leute? Ja, warum habe ich dieses Workbook schon wieder in der Hand, Alter? Nimm das Workbook mit. Es ist eine Falle. Alter, warum komme ich die ganze Zeit auf Workbook? Viel Glück. Okay, Leute. Was? Okay. Okay, sammeln wir. Wenn wir ins nächste Portal gehen oder in irgendein Portal gehen, das irgendwie falsch ist, Warpuck mitnehmen und achten, dass es eine Falle ist. Dann Eternity müssen wir halt ein bisschen warten, um die neue Klinge zu bekommen, stärkere. Da kriegen wir anscheinend einen Brief noch zu. Und wir müssen die Kristalle sammeln noch. Wir brauchen Leben, Realität und Zeit. Das haben wir, glaube ich, alle. Ich habe keine Ahnung, welches noch gab. Ja, das haben wir. Und das müssen wir noch sammeln, um dann wahrscheinlich die Seuche aufzuhalten. Warum müssen eigentlich immer diese Leute, Hologramme oder Leute aus der Zukunft, die kommen, so undeutlich reden? Sag doch mal Klartext. Wieso? Warum sage ich nie Klartext, wenn ich komme, Alter? Mann, Leute. Aber der kam mir schon realistischer vor. Der hat eher so geredet, wie ich es bin. Es kann auch jederzeit eine Attrappe sein, dass die Mama Monster irgendwie geschafft haben, mich zu klonen. Oder Evil Skateboy sich als mich getarnt hat. Warum sollte er dann einfach so kommen? Das verstehe ich nicht, Leute. Okay. Das ist ein bisschen cringe, ne? Ah. Ah. Es sieht ja auch so. Leute, schreibt mal eure Ideen zu diesem Skelettboy aus der Zukunft in die Kommentare. Ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch ein Like da, um keine weiteren Videos zu verpassen, abonnieren. Und so, und sagen, ciao, Leute.